Mein Kaffee habe ich heute draußen getrunken, dann habe ich eine Stunde Ausdauer gemacht und anschließend habe ich den Kindern Essen gemacht. Meine Mutter ist heute nach Hause gefahren, 3 Stunden später sind wir hinterhergefahren und zwar so langweilig. Vorher sind wir aber noch zum Patenonkel meiner Tochter gefahren, haben einmal Hallo gesagt und dann sind wir auch schon weitergefahren zu meiner Mama. Bei meiner Mama war dann die Cousine meiner Tochter, das sind wirklich die besten Freunde, die verstehen sich so gut. Die haben dann Himbeeren gesammelt, meine Kleine hat die Himbeeren dann gegessen. Wir hatten 30 Grad, meine Mama hat einen riesen Pool, die ganzen Kinder sind bei meiner Mama, deswegen haben wir entschieden, dass wir dorthin fahren und damit die Kinder spielen können. Dann haben die Kinder mich in den Keller begleitet, denn der ist richtig gruselig. Meine Mama hat da den ganzen Vorrat. Nein, sie hat da den ganzen Einkaufsladen. Das ist so heftig. Ich glaube, hier könnte man wirklich locker ein Jahr überleben. Und jetzt muss ich euch was beichten. Ich hoffe, ihr seid nicht böse auf mich. Ich bin so doof. Ich ärgere mich bis jetzt noch. Ich wollte euch am Morgen das Geschlecht verraten mit diesem Luftballon und ich habe den Luftballon zu Hause vergessen und es gab ihn leider nirgends zu kaufen. Es tut mir so leid. Ich werde es die Tage jetzt mit meinem Mann zu Hause alleine machen, damit ihr nicht noch länger warten müsst. Und heute grüße ich die Elsa, die Magdalena und die Jolie.